10 Tage Tragedauer, keine Kalibrierung und die Kompatibilität mit Handys und Smartwatches. Das sind Features des aktuellsten Sensors von Dexcom, dem G6. Und heute quatsch ich mit euch über meine Erfahrung mit ihm. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Review und heute geht es um meine Erfahrung mit dem Dexcom G6, einem weiteren CGM-System. Bevor wir aber anfangen können, hier noch einmal der Disclaimer, es steht jetzt die ganze Zeit hier oben in der Ecke, kostenlose Teststellung, da ich von Dexcom eben freundlicherweise 3 Sensoren zum Testen des Systems zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber wie immer ist natürlich meine Meinung komplett unberührt, ich muss auch eigentlich gar keine Videos machen, aber mache sie natürlich trotzdem, um euch hoffentlich helfen zu können. Fangen wir am besten einfach mal ganz vorne an und zwar beim Setzen des Sensors habe ich letzte Woche auch schon ein Video zu gemacht und ich persönlich finde das wirklich sehr gut einfach gehalten. Ich denke, das kriegt jeder auf Anhieb hin und persönlich war ich richtig beeindruckt, wie schmerzfrei das Ganze einfach ist. Ich habe 3 Sensoren gesetzt und alle waren richtig gut schmerzfrei. Lediglich eine hat danach so ein bisschen gezogen hier, aber das kann eben auch an der Stelle liegen. Also vom Setzen an sich bin ich wirklich sehr, sehr begeistert, vor allem eben, weil es halt so gut wie gar nicht wehgetan hat. Das hat mich wirklich beeindruckt. Lediglich einen Nachteil sehe ich da und der ist im wahrsten Sinne des Wortes auch ziemlich groß und zwar diese Setzhilfe. Das ist eben keine wiederverwendbare Setzhilfe, sondern diesen großen Plastikklotz, kann man schon fast sagen, muss man jedes Mal aufs Neue alle 10 Tage wegwerfen und da würde ich mir wünschen, dass man das eben tatsächlich besser gelöst hätte beziehungsweise auf jeden Fall in der Zukunft besser löst. Hat man den ca. 7x4 cm großen Sensor gesetzt und den Transmitter, den man nicht aufladen muss, sondern der eine Laufzeit von 90 Tagen aufweist, eingeklippt, bleibt dieser für normalerweise 10 Tage auf der Haut kleben. Das sind im Vergleich zu seinem Vorgänger 3 Tage mehr. Die Größe ist zwar auf dem Papier etwas kleiner als der G5, aber vor allem das Pflaster ist immer noch vergleichsweise groß. Im Vergleich zu dem Nonplus Ultra, was die Sensorgröße angeht, nämlich dem Freestyle Libre, ist das Pflaster von dem Dexcom G6 nämlich echt ziemlich groß. Nur nicht mal der Transmitter, sondern einfach das Pflaster ist wirklich so groß. Aber mich persönlich stört es im Alltag jetzt nicht. Natürlich, ich würde auch zu einer kleineren Sensor- oder Pflastergröße nicht Nein sagen. Aber grundsätzlich hat mich das nicht gestört. Was vielleicht nämlich auch damit einhergeht, ist echt wirklich die gute Haltbarkeit von diesem Pflaster. Ich habe den Sensor am Oberarm getragen. Das ist eine der 3 zulässigen Stellen. Es geht auch noch am oberen Gesäß oder am Bauch. Ich habe ihn eben am Oberarm getragen und da hat dieses Pflaster, was eben relativ groß ist, wirklich richtig gut gehalten. Die 10 Tage waren absolut gar kein Problem. Ich habe den Sensor auch mehrmals verlängert und die 20 Tage sind dann auch noch sehr gut mit dem Pflaster gegangen. Natürlich ging dann an den Seiten schon so ein bisschen was ab, aber grundsätzlich kann man sich über diese Laufzeit oder diese Haltbarkeit bei dem Pflaster, zumindest bei mir persönlich, gar nicht beschweren. In der Tragezeit muss man sich, was den Sensor angeht, um nicht viel kümmern. Denn auch hier gibt es Verbesserungen gegenüber dem alten Bruder. Das Kalibrieren, worauf andere CGM-Systeme noch angewiesen sind, fällt komplett weg. Nicht kalibrieren zu müssen. Das ist wirklich so ein super und toller großer Luxus, an den man sich erschreckend schnell gewöhnt. Ich persönlich dachte eigentlich immer, 2-mal am Tag Blutzucker messen, um den Sensor zu kalibrieren, ist jetzt nicht das Tollste der Welt, aber ist jetzt auch nicht allzu tragisch. Aber als ich jetzt auch einmal in diesen Genuss gekommen bin, eben gar nicht mehr kalibrieren zu müssen, da habe ich gemerkt, den würde ich nur ungern wieder hergeben, weil es wirklich einfach so entlastend ist. Man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Man hat 10 Tage diesen Sensor und muss in der Theorie kein einziges Mal mehr den Blutzucker messen. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Das ist richtig stark. Und wenn man aus Gründen der Genauigkeit doch nochmal irgendwie den Blutzucker messen möchte, um zu kalibrieren, dann kann man das eben weiterhin auch noch tun. Und das Beste an der ganzen Sache ist, die Genauigkeit leidet nicht darunter, dass man diesen Sensor eben nicht mehr zwingend kalibrieren muss. Ich denke, das liegt vielleicht einmal daran, dass das System an sich schon ziemlich gut ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch, dass ganz viele Fehlerquellen beim Kalibrieren eben einfach wegfallen. Also dadurch, dass man beispielsweise nicht in der passenden Situation, sprich wenn der Blutzucker irgendwie steigt oder sinkt, wenn man da eben kalibriert, das führt einfach zu ungenauen Ergebnissen und diese Fehlerquellen fallen jetzt einfach weg, was eben wahrscheinlich dafür sorgt, dass die Genauigkeit nicht darunter leidet, dass man diesen Sensor eigentlich gar kein einziges Mal mehr mit einem Blutzuckerwert kalibrieren muss. Ich habe die Sensoren auch mal verglichen, das heißt den Dexcom G6 mit meinem Medtronic-Sensor, mit dem N-Lite, und ich konnte keinen nennenswerten Unterschied zwischen den gemessenen Werten jetzt irgendwie feststellen. Ich persönlich, von meiner Einschätzung, war da jetzt keiner irgendwie genauer, hatte da keiner wirklich die Nase vorne, was jetzt einfach die Genauigkeit angeht, wenn ich es eben mit gemessenen Blutzuckerwerten tatsächlich verglichen habe in den passenden Phasen. Aber unterm Strich
bietet der Dexcom eben dann doch das bessere Gesamtpaket, einfach dadurch, dass man diesen eben gar nicht kalibrieren muss, was man beim N-Lite eben noch alle 12 Stunden machen muss, sprich zweimal am Tag, also auch ohne Kalibrierung mindestens die gleichen Ergebnisse. Als Anzeigegerät kann neben kompatiblen Smartphones das passende Lesegerät von Dexcom beantragt werden, was somit aber leider nicht standardmäßig zu dem System dazugehört. Das Lesegerät kommt mit einem ca. 2,75 Zoll großen Touchscreen daher, der für Diabetesgeräte ganz normal aufgelöst ist. Das Gehäuse von diesem Lesegerät, beziehungsweise genauer gesagt die mitgelieferte Schutzhülle, die immer schon standardmäßig um dieses Gerät drumherum ist, ist in meinen Augen wirklich richtig gut gelungen, macht einen wertigen Eindruck, fühlt sich einfach gut in der Hand an und hat auf mich auch den Eindruck vermittelt, dass sie tatsächlich dazu beiträgt, dass das Lesegerät nicht so leicht irgendwelche Schäden bekommt. Genauso gut fand ich die Lautstärke und Stärke der Vibration, zumindest am Anfang. Die hat mich nämlich definitiv bei Alarm in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, war irgendwie ohrenbetäubend laut, auch wenn ich mich dann nach einiger Zeit schon wieder etwas mehr daran gewöhnt habe. Aber na gut, da kann man irgendwie wenig gegen machen wahrscheinlich. Also unterm Strich diese Lautstärke und die Stärke der Vibration definitiv ausreichend. Schade finde ich jedoch, dass es leider keine Funktion dazu gibt, alle Alarme irgendwie mit einem Knopf stumm zu schalten. Das ist eine Sache, die ich relativ regelmäßig tatsächlich nutze und jetzt hier definitiv vermisst habe. Keine Ahnung, warum das jetzt allgemein irgendwie beim Dexcom-System nicht möglich ist. Zudem bietet das Lesegerät leider keine automatische Helligkeit. Was ich aber richtig schlimm und total ätzend finde an diesem Ding, ist einfach die Tatsache, dass diese Touch-Eingabe wirklich grottig ist. Ich würde es lieber liebevoller formulieren, aber es geht einfach nicht anders. Ich hatte so oft das Problem, dass alleine beim Entsperren, wo man nur 1, 2 drücken muss, dass schon irgendwie ich das mehrmals machen musste, bis das hingehauen hat mit der Erkennung und so. Also das ist wirklich echt, ja, es hat mir persönlich wirklich einfach keinen Spaß gemacht, dieses Lesegerät zu bedienen. Und ja, das ist halt ein Faktor, mit dem steht und fällt dieses Lesegerät, was auf jeden Fall verbessert werden muss. Richtig gut hat mir der Umgang mit Signalverlusten gefallen. Bei kurzen Unterbrechungen war es wirklich absolut gar kein Problem. Das Ding hatte sich so direkt wieder verbunden, sei es jetzt das Lesegerät, die App oder auch die Insulinpumpe. Da war ich wirklich ziemlich begeistert. Bei längeren Unterbrechungen hat es dann vielleicht auch wieder etwas länger gedauert, dass die beiden sich wieder gekoppelt haben. Auch das ging aber vergleichsweise schnell und fand ich wirklich ziemlich gut. Der aber wohl größte Vorteil vom Dexcom G6 ist einfach das bestehende Ökosystem drumherum. Angefangen bei der iOS und Android App, die man anstatt des Lesegeräts einfach verwenden kann, um eben seine Alarme auf dem Handy direkt zu bekommen, immer zu sehen, welchen Blutzuckerwert habe ich gerade. Über die App gibt es auch die Möglichkeit, einen Alarmplan zu erstellen. Das heißt, am Tag kann man beispielsweise konfigurieren, dass man da eben nur Vibrationsalarme haben möchte und in der Nacht dann die volle Lautstärke gibt ihm, um da tatsächlich wach zu werden. Habe ich persönlich zwar nicht genutzt, aber finde ich an sich ziemlich nice to have. Leider ist diese App aber nicht mit allen Android-Smartphones kompatibel. Sie ist nicht für alle Android-Smartphones zugelassen. Das heißt, man kann sie eben nicht auf allen Android-Smartphones über den Play Store installieren. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Übers Internet gibt es da eine Möglichkeit, um die App eben auch auf allen anderen Android-Smartphones installieren zu können. Wer das wissen möchte, einfach mal googeln. Da findet man dann relativ schnell eine passende Möglichkeit. Und über die App hat man dann eben auch die Möglichkeit, die Werte direkt an eine Smartwatch zu senden. Ich persönlich finde das einfach nur gut. Eigentlich ist es im heutigen Zeitalter nur angemessen, aber es ist eben tatsächlich noch nicht Standard bei den CGM-Systemen. Deswegen ist es hier auf jeden Fall als Vorteil auch vom Dexcom-System herauszuheben. Genauso wie dann eben auch die Follower-App von Dexcom. Das heißt, übers Internet werden dann die Werte einfach direkt an ein anderes Smartphone mit dieser Follower-App gesendet. Über diese Follower-App kann man auch Alarme bekommen. Ist wahrscheinlich sehr praktisch, eben einfach für Eltern beispielsweise, die dann immer auch direkt die Werte von ihren Kindern auf der App oder sogar auch auf ihrer Smartwatch sehen können. Genauso wie der Dienst Clarity, das ist eben die Ausleseplattform quasi von Dexcom. Bei Clarity gibt es eine App, die man direkt auf dem Smartphone installieren kann, aber eben auch eine Webseite. Und über diesen Dienst kann man seine Werte direkt an den Diabetologen senden, aber eben auch selber auf der Webseite oder eben direkt in der App mit wenigen Klicks kann man dort seine Daten auswerten. Finde ich wirklich richtig gut. Macht das Diabetesmanagement im Alltag einfach wirklich etwas näher, macht es wahrscheinlich einfacher, macht es spaßiger. Finde ich wirklich richtig gut. Und ja, als ich diese Clarity-App einfach mal installiert habe, war ich da
davon wirklich auch ziemlich begeistert. Es sieht einfach schön aus. Es bietet mir alle möglichen Auswertemöglichkeiten oder Auswertungen, die ich so haben möchte. Kann ich mich wirklich persönlich nicht beschweren. Zudem ist Dexcom, glaube ich, eben auch einfach wirklich relativ kooperationsfreudig. Es gibt im Moment schon die Kooperation mit der T-Slim. In Zukunft wird das System auch mit dem Omnipod kompatibel sein und sich mit diesem verbinden. Und ich denke, dass Dexcom oder generell eben eine Firma ist, die da ziemlich offen eben für alle möglichen Arten von Kooperation mit anderen Herstellern ist. Und dann hoffe ich jetzt, euch hat dieses Review zum Dexcom G6 gefallen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das, um keine weiteren Videos mehr rund um das Thema Diabetes zu verpassen, um auch immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was die Diabetes-Technik so anbelangt. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!